Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich wollte ich zu diesem Thema heute ja nicht mehr sprechen. Das habe ich bei verschiedener Gelegenheit und verschiedenen Veranstaltungen in den letzten Wochen mehrmals getan. Aber zu den Anwürfen von Herrn Dr. von Rüden muss ich jetzt doch noch mal kurz etwas sagen. Also ich erinnere mich ja noch ganz gut an die FIBIGU-Sitzung, in der die CDU aufgetreten ist und die Behauptung aufgestellt hat, hier würden die Berufsschulen systematisch und bewusst vernachlässigt im Gegensatz zu anderen Schulformen. Und das war für mich tatsächlich ein Anlass zu sagen, nein, also das stimmt nicht und man kann die Schulformen eben nicht so gegeneinander ausspielen. Ich weise nochmal darauf hin, meine Fraktion hat in den letzten Haushaltsberatungen auch den Berufsschulanträgen der CDU zugestimmt. Und es ist nicht so, dass wir uns gegen eine bestimmte Schulform stellen würden, aber wir möchten eben auch nicht, dass hier Konkurrenz systematisch und künstlich geschaffen wird, die so in Wirklichkeit nicht existiert. Ich kenne etliche Gesamtschulen in dieser Stadt, die sich in einem beklagenswerten Zustand befinden. Ich muss sie, glaube ich, nicht einzeln aufzählen, wir kennen sie alle. Und wir wissen, dass es 200 Millionen sind, die fehlen, und wir wissen, dass es Aufgaben sind, die zu bewältigen sind. Wir haben sicherlich einige Probleme oder auch einiges, was wir an dieser Kippliste im Einzelnen gerne anders gehabt haben wollen, aber wir können jetzt hier nicht dagegen stimmen, dass diese Gelder in dieser Form vergeben werden. Also insofern mit Bauchschmerzen stimmen wir zu. Und es ist doch einfach letztendlich so, auch die Situation an den Berufsschulen ist etwas, was uns mit Sorge erfüllt, uns erfüllt aber vor allem auch mit Sorge. Und insofern war dieses KIP-2-Programm eben nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern es war in Teilen eine Hängepartie, dass wir eine Situation haben, in der Schulen miteinander in Konkurrenz gesetzt werden. Und genau diese Situation müssen wir vermeiden. Und deshalb müssen wir zu den Kolleginnen und Kollegen gehen und tatsächlich auch in den Schulen dafür arbeiten, dass Leute sich auch für ihre Interessen einsetzen. Und das ist natürlich etwas, das muss, ist Aufgabe unter anderem der Gewerkschaft. Also da hatten wir eine beeindruckende Demonstration letzten Samstag. Sie habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe sie nur hier im Stadtparlament reden. Und das tut mir leid, aber wir haben da, glaube ich, auch ein unterschiedliches Politikverständnis. Danke.